Ja, komm, du hast einen Arsch auf. Sieh dir den jungen Fitzpatrick hier auf der Bühne an. Nimm deine Kamera, fotografiere ihn so, wie er jetzt ist. So will ich ihn in Erinnerung behalten. Okay, ich will erst mal gucken, ob ich hier in der Oper irgendwas finde. Wir müssen, glaube ich, viel mit der Kamera für den fotografieren. Alles klar. Jetzt hast du Fitzpatrick im Augenblick. Warum macht das Spiel? Es wird nur bei Bioshock dieses. Mir scheint, du hast das Auge eines Hobbyfotografen, kleine Motte. Jetzt lauf zur Vorhalle und tu sein Foto in mein Meisterwerk. Und damit hat unsere Zusammenarbeit begonnen. Aha, Zusammenarbeit begonnen. Ich glaube eher, du wirst mich da auch kaputt sehen. Naja, bin ich mal gespannt. Ja, ist klar. Boah. Entschuldigt, wenn das jetzt gerade ein bisschen übersteuert rüberkam, aber da kriegst du doch einen Krampf, ey. Das war so knapp. So, jetzt einmal nach oben. Dann hier lang, dann nochmal nach oben. Dann eine Kurve nach rechts und wenn ich Glück habe, kann ich ganz viele waagerechte finden. Zwei Stück brauche ich noch mindestens, ansonsten muss ich ein bisschen tricksen. Ah, hier haben wir noch eins. So, den hacke ich natürlich auch, bevor der jetzt wieder anfängt auf mich einzuschießen wie so ein Berserker. Super, das klappt doch. Das klappt ganz gut hier. So, jetzt wieder hoffentlich viele waagerechte finden. Aber ich glaube, habe ich so viel Glück. Ja, habe ich. Super. Zigaretten rauchen, Kuchen mit Cremefüllung. Oh, lecker. Tschechischer Wodka. Dann nehme ich einen Auto-Hacker. Wozu haben wir die denn? Genau für die Saves. Kontaktmine. Okay, hat super gewirkt. Doch, war nicht schlecht. Ein bisschen Dollar. Ich weiß, warum du gekommen bist. Du hast deine eigene Leinwand. Eine, die du mit dem Blut eines Mannes bemalen wirst, den ich einst. Ja, ich werde dich zu Ryan schicken. Doch vorher musst du Teil meines Meisterwerkes werden. Geh in die Vorhalle. Ah, stimmt. Hier müssen wir jetzt diesen... Hier müssen wir jetzt... Keine Ahnung, wer... Ja, der hat hier... Oh, kann er mal Schnauze halten? Mein Quadrichon. Mein Meisterwerk. Mach schon. Hab keine Angst. Wir müssen jetzt seine Lakaien um... Oh, geil! Ich mag die. Geh. Sobald sie ihre Belohnung erhalten haben, sollst du die deine bekommen. Und gut. Ryan kennenlernen. Alles klar. Wir müssen jetzt dem seine Lakaien sozusagen umnieten, die fotografieren und dann hier reinstecken. Die Frage ist, wo müssen wir lang? Wir müssen jetzt irgendwelche Viecher töten. Das ist einigermaßen schwer, aber da wir hier wahrscheinlich auch angegriffen werden können, macht es immer Sinn,
versucht, diese Dinger zu hacken. Das ist halt Bioshock, ne? Nee, das mache ich so und dann so und dann passt das eigentlich schon. Ist auf jeden Fall noch eins nach oben. Krieg ich das hin? Ja, hier habe ich noch zwei nach oben. Eins nach oben, dann nach rechts und dann waagerecht. Super. Die Tür zum Poseidon Plaza steht dir jetzt offen. Kleine Motte. Ich lasse sie sich in Ruhe prügeln. So, der ist gleich im Arsch. Super. Da hat... Deswegen liebe ich diese Dinger. Jo, ich habe mich da jetzt extra mal nicht bewegt, weil die Brigitte... uns die... Du willst uns einsperren, alter Mann? Och, das macht Kopfi nichts aus. Ich habe dich geliebt. Ich dachte, du wärst ein musikalisches Genie. Weißt du warum? Weil du meine Miete bezahlt hast, du altes Wrack. Komm zum Plattenladen. Ich zeig dir, was ich von deiner Katzenmusik halte. Okay. Hier nehme ich den Autohacker. Ich brauche eine Pause. Eine Pause. Da hast du eine Pause. So, so, das hack ich mal. Ja, das mit dem Unsichtbar-Teil ist einfach geil, weil du da in Ruhe halt auch mal mit gucken kannst, was die so miteinander schwätzen. Ich glaube, die haben alle keinen Bock auf den Künstler. Und der scheint das auch zu wissen. Und jetzt müssen wir uns halt um seine Drecksarbeit kümmern. Das ist auch eigentlich so typisch. So, das habe ich so im Rapture hier das Gefühl, dass das immer so der Fall ist, dass alle irgendwie was Besonderes haben, sein wollen und haben wollen, aber im Endeffekt brauchen sie einfach nur jemanden, der ihnen Drecksarbeit macht und sie können natürlich die... wie heißt es, die Lorbeeren einsammeln, aber nicht mit uns, wir sind ja hier, um aufzuräumen. Hoffe ich zumindest. Der einzige, der noch einigermaßen vernünftig zu sein scheint, scheint der Atlas zu sein. Okay. Wir sind eigentlich soweit. Oh, Cheshire Wodka wollte ich jetzt nicht trinken. Ich bin kein gutes Vorbild. Obwohl ich früher auf den Little Italy am Streife war, schockiert mich die Kaltblütigkeit dieser Künstlertypen immer noch. Diese wilde Braut, Culpepper, und dieser durchgeknallte Cone haben Streit miteinander und erwarten jetzt, dass meine Sicherheitsgruppe für eine der Seiten Partei ergreift. Als nächstes werde ich dann in Ryans Büro gerufen, um mich mit ihm über die ganze Sauerei zu unterhalten. Diese gottverdammten, behämmerten Künstler. Ja, die können manchmal echt eine... Die können manchmal echt ein Knall haben. So, dann werde ich natürlich... Oh, da nehme ich einen Autohacker. Brandbolzen. Oh, geil. Dankeschön. Oh, Brandbolzen. Die sind nice. Aber ich glaube, die Stahlbolzen reichen erstmal.
Wenn ich die überhaupt brauchen sollte. Gucken wir dann. So, ich weiß immer... Achso, hier liegt noch Wodka rum. Ja, super. Weißt du, Kunst und Saufen. Und dann sich gegenseitig streiten und dann rumpimmeln. So, wenigstens sind die Sicherheitsbots einigermaßen einfach zu hacken. Sage ich es mal vorsichtig. Wer weiß, was da noch kommt. Das nach da. Das nach da. Dann bin ich sogar schon fast so weit, wenn ich mich nicht irre. Jetzt nach oben. Das nach oben. Und jetzt noch eins zur Seite. Oh, Glück im Unglück. Das Glück ist mit den Dummen. So, da unten geht's noch weiter. Hier natürlich die ganze Zeit hier Zigarren und Qualm und ja, das Leben eines Künstlers, ne? Das ist noch im grünen Bereich. Ne, ist es nicht. Das war fies. Das sieht doch schon wesentlich humaner aus. So, jetzt muss ich nach da, dann nach oben. Wahrscheinlich wird mir dieses ganze Hacken von diesen Maschinen wahrscheinlich so gut wie gar nichts bringen. So, ja. Explosionsschrot. Nee, das bei Explosionsschrot brauche ich nicht. Waffen-Upgrade-Station. Oh ja, ich weiß auch schon was. Bruchwahrscheinlichkeit. Ein automatischer Spannungsjustierer verringert stark die Wahrscheinlichkeit, dass Bolzen beim Einschlag brechen. Nehme ich erstmal das da. Ist vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Wollte mir diese noblen Oxford-Klappklimmstängel verkaufen. Ich sagte nein, danke. Ich bin und bleibe immer ein Nutur-Time-Raucher. Weshalb? Sie schmecken gut und kosten nicht mal die Hälfte. Wen juckt's, ob die Dinger aus Muschelschalen und Fischeiern hergestellt sind? Jo, ich würde sagen, da oben kümmern sich meine Sachen. Feindkontakt, super. Ja, da liegst die nieder, Mädchen. Oh, die Houdini-Splice sind ganz eklig. Warum ich das mit der Bruchwahrscheinlichkeit gemacht habe? Erstens, bis jetzt macht die Armbrust noch einen guten Schaden. Und es besteht die Wahrscheinlichkeit. Was war das denn jetzt? Ich hab nichts gemacht. Ich kann mich jetzt nur hier verstecken. Hä? Ich hab doch nichts kaputt gemacht. Es war wahrscheinlich einer von meinen Sicherheitsbots, der irgendwie ein Glas zerdeppert hat oder so. Das war meine Hilfsmaschine. So, die sind jetzt weg. Feindkontakt, das ist aber erstmal nicht so wichtig. Ja, die Maschine hat es zerlegt.
Panzerbrechen habe ich aber genug. Wir haben nämlich jetzt lange schon kein Big Daddy mehr gehabt. Hier geht's aber gut ab. Super. Gut. Hier ist nichts drin. Die Frage ist, wo muss ich überhaupt lang? Achtung, jede öffentliche Versammlung von mehr als 4 Personen wird als strafbare Handlung betrachtet. Hier hat irgendeiner meiner Sicherheitsbot das Ding kaputt geschossen. Ich muss mal gucken, warum habe ich denn jetzt keinen Hinweis, wo ich hin muss? Station. Töte McFinnigan, töte Silas Kopp und töte Hector Rodriguez. Ja, das ist schön. Die Frage ist, wo sind die? Wo sind diese Lappen? Okay. Naja, das Bad hätte man ja mal sauber machen können. Vielleicht kann ich mit denen irgendwas machen. Gut, lassen wir das mal. Keine Ahnung, was der hier für ein Problem hat, aber... lecker. Ach. So, Gentlemen, sieht's bei den Damen denn besser aus? Nee, auch nicht. Sind genauso Schmutzfinken wie die Herren.